herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es bei mir eine ganz super schnelle Schüttelpizza. Das Rezept habe ich bei Facebook entdeckt. Eigentlich ist es jetzt in meinem Fall gar keine Schüttelpizza, sondern eher eine Rührpizza. Ja, das ist so ein kleiner Hype, der da gerade ein bisschen bei Facebook rumgeht. Das ist eine ganz kalorienarme Low-Carb-Pizza. Da kommt auch kein Mehl rein und ja, ich habe gedacht, ich probiere das jetzt einfach mal im Thermi nachzumachen. Ja, ich hoffe, es gelingt, aber mehr als schief gehen kann es ja nicht, ne? Wir fangen am besten gleich an und zwar mit dem Backofen vorheizen. Ihr könnt schon mal euren Backofen auf 240 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. So, wir fangen an mit einer roten und einer gelben Paprika. Ich habe die jetzt gewaschen, entkernt, diese weißen Häutchen rausgeschnitten und so groß ungefähr in Stücke geschnitten. Das kommt bei mir jetzt hier in den Mixi rein. Dann mache ich gleich noch den gekochten Schinken dazu. Und zwar habe ich jetzt hier 150 Gramm gekochter Schinken. Den lege ich jetzt hier mal so scheibchenweise rein, dass der schön verteilt ist. Wer mag, kann jetzt auch noch Zwiebel dazugeben, aber ich lasse die jetzt heute mal weg, weil meine Kids geht essen. So, und das lasse ich jetzt zerkleinern. Und zwar mache ich jetzt erstmal so 3 Sekunden auf Stufe 5 und schaue dann, wie groß oder klein die Stücke sind. Ah ja, also die sind schon relativ gut klein. Wenn ihr sie größer haben wollt, solltet ihr eben vorher abschalten oder eben nur 2 Sekunden das Ganze klein häckseln lassen. So, ich schiebe jetzt mal hier gerade das runter, was sich hier hochgeschoben hat. Also alles einfach runterschieben. Und jetzt gebe ich 4 Eier dazu. Einen Becher, das sind 200 Gramm, genau, körniger Frischkäse. Dann kommen 100 Gramm geriebener Käse dazu oder ihr könnt auch Mozzarella nehmen in kleine Stücke und da einfach 100 Gramm dazugeben. Und es kommen noch 3 Esslöffel Weizenkleie dazu. Ihr könnt auch Haferkleie nehmen, aber ich nehme jetzt Weizenkleie. Ich glaube, ich habe bei Facebook auch gelesen, da hat jemand gemahlene Mandeln genommen. Also das könnt ihr entscheiden. So, und jetzt kommen eigentlich nur noch ein paar Gewürze hinzu. Bisschen Salz, bisschen Pfeffer und ein Teelöffel. Ich nehme hier dieses Pizza und Pasta Gewürz von Maggi. Aber wenn ihr da so eine Mischung habt, so eine Kräutermischung aus Oregano, Thymian, Basilikum, könnt ihr auch so italienische Kräuter einfach dazugeben. So, ich glaube, das war es schon alles. Und das lassen wir jetzt noch mal kurz auf Linkslauf, auf jeden Fall. Ich würde sagen, für 20 Sekunden Stufe 4 verrühren. Ich probiere es jetzt einfach. Ja, das sieht sehr gut aus. Also das ist super verrührt. So, jetzt könnt ihr, wenn ihr einen Zauberstein habt, die ganze Masse einfach auf einen Zauberstein verteilen oder ihr verteilt die Masse einfach auf ein Backblech. Mit Backpapier natürlich auslegen vorher und das Ganze dann auf ein Backblech tun. So, und jetzt kommt meine Pizza für ungefähr 30 Minuten bei 240 Grad Ober-Unterhitze ganz unten in den Backofen und wird da gebacken. So, meine Lieben, ich habe unsere Rührpizza aus dem Backofen geholt. Ich habe sie jetzt allerdings schon 5 Minuten früher rausgeholt, weil sie mir doch relativ schon dunkel war. Ich habe da noch gar nicht mit gerechnet. Ich habe gedacht, oh ja, brauchst noch nicht gucken. Und dann ist sie jetzt halt so geworden. Ich finde sie jetzt noch nicht verbrannt, aber sie ist hier außen eben ja ein bisschen dunkler.
Ich möchte sie jetzt natürlich noch mit euch probieren. Also sie sieht jetzt so aus, ganz dünn. Und hier sieht man die kleinen Paprikastückchen, gelb und rot. Und jetzt probiere ich mal. Ja, also schmeckt jetzt wirklich wie so eine, ja, schmeckt wie Pizza. Jetzt nicht wie so eine typische Pizza vom Italiener, aber dafür, dass es so eine ganz kalorienarme Low-Carb-Pizza ist, schmeckt es echt gut. Ja, dafür, dass da kein Mehl drin ist, keine Hefe, nur Eier, dieser körnige Frischkäse, also super, muss ich sagen, dafür ist es wirklich super lecker. Und vor allen Dingen, wenn wir jetzt damit abnehmen können, auf unsere Bikini-Figur schon mal hinarbeiten, ist ja bald Sommer, ja, finde ich super. Also ihr könnt natürlich jetzt auch anstatt dem gekochten Schinken Thunfisch nehmen oder, na gut, Salami ist eben dann wieder ein bisschen kalorienhaltiger. Also ich finde sie lecker. Sie ist zwar nicht die allerschönste Pizza, aber dafür lecker und dietetisch. Also meine Lieben, was will man mehr? Ich bin zufrieden damit. Ich hoffe mal, euch hat mein Video gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bleibt gesund, einen schönen Tag euch alle und bis zum nächsten Mal. Tschüss!